Wähle deine Sprache. Drücke auf das Männchen mit dem passenden T-Shirt. Select your language by clicking on the figure wearing the right T-Shirt. Sprichst du Deutsch? Do you speak English? Natürlich. Sprichst Französisch. Du Deutsch? Deutsch. So. Melde dich zuerst an. Wähle deinen Namen aus der Liste aus oder klicke den Pfeil an. So, diese komische Kugel ist leider unser Hauptmenü. Ja, es gibt nichts Besseres. Ja, das Hauptmenü eines neuen Let's Play-Projekts. Herzlich willkommen zu Lollipop, das Spiel. Ja, die Osterpause ist schon seit längerem zu Ende gegangen, aber leider hat mich eine Krankheit davon abgehalten, weiter Let's Plays aufzunehmen. Aber jetzt bin ich wieder halbwegs imstande, eben Let's Plays zu machen. Und ja, wir sind mit Bombig fast durch und ich habe mir gedacht, jetzt spiele ich mal wieder etwas Unbrutaleres. Und dann habe ich die komplette Spielelade auf den Kopf gestellt. Und was finde ich da? Die Collection von Lollipop. Unter anderem eben Lollipop, das Spiel. Ich glaube, diese Collection habe ich seit ich 4 bin, also seit ich imstande dazu bin, einen Computer zu bedienen. Naja, egal, das wird jetzt auf jeden Fall vorzeitig mal unser neues Let's Play-Projekt werden. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es mögt oder nicht. Auf jeden Fall starte ich jetzt ein neues Spiel. Wie heißt du? Schreibe deinen Namen in das Anmeldefeld und klicke dann auf den Knopf mit dem Häkchen. So. Wie alt bist du? Keine Ahnung, 100? Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Junge. Klicke den Pass... So, wie gesagt, ich habe hier schon 2 angefangen. Okay, Frequenz. Hallo, willkommen in Lollopolis. Ich bin die Lolli. Und ich heiße Pop. Wir sind so froh, dass du endlich da bist. Unser kleiner Pingi ist nämlich verschwunden. Eigentlich wohnt er bei uns im Baumhaus in einem Kühlschrank. Doch plötzlich ist er nicht mehr da. Wir haben ihn schon überall im Baumhaus gesucht, konnten ihn aber nirgends finden. Jetzt haben wir Angst, dass er vielleicht entführt wurde. Bitte finde den Pingi schnell und bring ihn zurück. Das wird bestimmt nicht einfach und vielleicht auch etwas gefährlich. Niemand weiß genau, was mit ihm passiert ist. Am besten, du schaust dich überall genau um und redest auch mit den Felbis. Die wohnen hier mit uns auf Lollopolis. Bestimmt findest du den ein oder anderen unten auf dem Marktplatz. Vielleicht haben die was gesehen oder gehört. Wir haben übrigens noch eine Fischdose gefunden. Die gehört eigentlich dem Pingi. Vielleicht hat er ja noch mehr Fischdosen und noch mehr Fischdosen unterwegs verloren. Wenn du solche Dosen findest, sammel sie am besten ein. Zur Sicherheit geben wir dir unseren Assistenten den PA mit. Der PA meldet sich immer dann, wenn du etwas vergessen hast. Oder er gibt dir Tipps, wie du weiterkommst. Ich habe noch was in unserer alten Truhe gefunden. Schau mal nach, was das ist. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Also viel Glück bei der Suche. Hoffentlich findest du Pingi bald und bringst ihn gesund zu uns zurück. Okay, die erste Frequenz. Schauen wir mal, was das ist. Oh. Okay, verschlossen. Egal, gut. Wir sind hier im Baumhaus. Das zeigt uns hier oben überall an, wo das hier ist. Hier ist eben der Kühlschrank mit dem Pingi, der verschwunden ist. Das ist ein Pinguin, nebenbei bemerkt habt ihr aber in der Anfangs im Intro eh schon gesehen. So. Da oben ist offen. Gehen wir da mal hin. Okay, wir spielen also Detektiv und das Ganze ist ein ziemliches Point-and-Click-Adventure. Also die Maus wird sozusagen tot gedrückt. Mal schauen, da oben ist ein Fenster offen. Ha. Wow. Okay. Das ist Lollopolis. Gut, hier kommen wir aber eigentlich auch nicht weiter. Das heißt, wir gehen mal runter. Runter, genau. Da, 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 da.
So, da sind Lolly und Pop. Cooler Name. Sorry, ich bin noch etwas erkältet. Ich werde versuchen, nicht so oft zu husten. Falls das möglich ist. So, dann geht's hinunter. So. Lagerraum. Okay, und hier müssen wir zuerst dieses Brett wegnehmen, damit wir überhaupt wieder raus können. So, weg vom Baumhaus hinunter. Also, ich habe das früher immer so cool animiert gefunden. Jetzt natürlich immer noch. So, dann schauen wir mal. Gibt's hier noch irgendetwas? Ne. Gut, weiter geht's. Haltestelle an der Hängebrücke. Ah ja, hier konnte man ja den Lift holen. Oder auch nicht. So, hier ist ein Loch. Mensch. Wer hätte das denn nicht gewusst? So, dann schauen wir mal. Aha, hier kommen wir nicht vorbei. Das heißt, wir gehen hier runter. Hier unten haben wir das Inventar. Und diese komische Kugel vom Hauptmenü. Lolopolis sieht ja eigentlich aus wie so eine orientalische Stadt irgendwie. Okay, sehen wir uns um. Hier ist schon der erste Felbi. Mal schauen, ob wir mit dem quatschen können. Mal die Fischdose, kann ich die nehmen? Nee, kann ich nicht. Muss ich näher ran. So. Dann mal schauen, was hier, was mir der Felbi zum Erzählen hat. Jasna Felbi. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Guten. Ach, das liest uns Guten. Guten. Vor, was da steht? Tag. Wer bist denn du? Okay, das nicht. Ich bin Nepuno und verkaufe hier am Stand Obst und Gemüse. Eine schlimme Sache mit dem Pinguin. Ich weiß auch nicht, wo er ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Entführer mit ihm in den Urwald gelaufen sind und sich jetzt vielleicht in der Spelunke verstecken. Die Spelunke ist eine Kneipe dort. Deswegen gebe ich dir den Rat, nimm die Spelunke mal genau unter die Lupe. Du kannst dir übrigens gerne etwas Proviant mitnehmen aus meiner Obstkiste, aber immer nur 3 Sachen auf einmal, okay? Alles klar. Tschüss. Okay, also in die Kneipe. Gut, dann schauen wir mal. Da hinten ist ja auch noch jemand, mit dem ich mich unterhalten könnte. An der Gärtnerei. Hi. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Felixa, der Gärtner Felbi. Was gibt's? Weißt du, wer den Pinguin ist? Ach, der Pinguin. Ich bin da ganz Hillas Meinung. Hast du schon mit ihr geredet? Wer ist denn die Hilla? Hilla ist hier der Schmiedefelbi. Du findest sie bestimmt gegenüber vom Gemüsestand in der Schmiede. Dann bis später. Tschüss. Aber der hat ja eigentlich gesagt, wir soll... Kann ich den jetzt auch... Nee, leider. Ja, jetzt. Und die auch noch. So, aber dieser komische Kerl da vom Kiosk hat ja gesagt, ich sollte in die Spelunke gehen. Aha. Das nehmen wir auch mit. Und jetzt gehen wir über die Urwaldbrücke. Oh mein Gott. Wer ist denn das? Wer bist denn du?
Etchi Patchi! Nein, nein, nein! Nie, nie, nie! Ich will erst was Süßes! Alter! Was zum Lutschen! Ja, ja, ja! Ui, 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 weiß nicht. Also eigentlich würde ich ihm am liebsten jetzt diesen Stock in den Arsch, damit er aus dem Weg geht. Aber, naja, da geht's wohl nicht vorbei.